So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, neue Aufnahmesession. Und wenn ich richtig liege, war ich ja bei der Baustelle. Gucke mal, der Händler ist auch noch da. Ja, Welt muss erstmal nachladen hier. Holy shit. Habe ich schon auf fein. Auf schnell. Ja, wo soll ich anfangen? Wohl bemerkt, es ist tatsächlich New World rausgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir immer noch sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen. New World ist sehr spaßig, wenn man denn reinkommt. Ja, und das ist im Grunde gerade die Betonung, wenn man denn reinkommt. Denn momentan, was abzusehen war in der Release-Woche, oh, ich brauche eine neue Schaufel. Was natürlich abzusehen war in der neuen, in der Release-Woche, war, dass natürlich extreme Warteschlangen kommen. Richtig, Dings? Nee. Muss ich mal kurz runter. Und mit extremen Warteschlangen meine ich auch extreme Warteschlangen. Also das Höchste, was ich hatte, war so Pi mal Daumen 3500. In der Warteschlange vor mir. aber ein Kollege hat mir auch schon erzählt, der war direkt bei Release-Tag auf einem etwas ne, volleren Server gegangen, wo ich mir denke, so selbst schuld. Da meinte er, er hatte eine Warteschlange von fast 10.000 vor sich. So, da muss ich sagen, uff. Und natürlich dementsprechend, das hätte man besser hauen können. Ja, ich meine mal, hinter New World steht, wie jeder weiß, Amazon. Das heißt, die haben, das sind, ist kein Kleinunternehmen. Ja. Aber also die haben schon Serverkapazitäten. Und da hätte man, ich will jetzt nicht sagen hier von wegen, ne, das hätte ich besser machen können oder so, weil ich stehe da nicht so allgemein hinter, in dem Sinne, von wegen, ich weiß, wie die das alles geplant haben und sonstiges, sondern ich sage nur so viel, man hätte es besser machen können. Ne, weil ich meine mal. Ich glaube, die europäischen Server waren die ersten, wenn ich richtig mitbekommen habe, die ersten, die am Release-Morgen online gingen. Und das ist dann natürlich klar, dass auch die Nicht-Europäer, also sprich die hier Amerikaner und so, erstmal da mit drauf jumpen, weil deren Server ja noch nicht da waren. So. Und dann hatte man halt das Problem, dass die Server auch zu wenig Kapazität hatten. Also, ne, da hätte man wirklich mal schauen müssen, okay. Ja, bei den Betas hatten wir eh schon zu wenig Serverkapazität, was ja schon aufgefallen war. Dann hätte man sagen können, okay, wie sieht's aus? Haben wir da, wie viele Einheiten haben wir bis jetzt dato verkauft? Wie viele Einheiten, also, ne, wie oft werden wir das Spiel noch bis Release circa verkaufen? So eine, ne, Zukunftsprognose. Und dementsprechend könnte man dann sagen, okay, komm. Wir würden das noch so und so viel verkaufen, laut Prognose. Wir schmeißen, also sagen wir mal ganz doof, wir verkaufen, haben das 1 Million mal verkauft. Das heißt, wir wissen, 1 Million Spieler haben wir auf jeden Fall so, zum Beispiel jetzt, ne? Also ich weiß jetzt die Zahlen nicht wirklich.
Und da könnte man dann sagen, okay, irgendwo hängt hier noch, hier hängt irgendwo noch ein Holzblock zwischen. Bin ich mir sicher. Und dann könnte man sagen, okay, in welchen Gebieten wurde das, ne, verkauft? Ich sag doch, da hängt noch ein Block zwischen. Sogar zwei. So, ne, in welchen Gebieten? Also wurde es eher im europäischen Gebiet verkauft, eher Dings? Ich meine mal, solche Sachen gehören eigentlich normal zum Marketing hinzu, dass man weiß, okay, den Artikel oder dieses Spiel haben wir jetzt in dem und dem Gebiet verkauft. Da wissen wir, okay, das ist unsere Zielgruppe, unser Ziel, hier Bereich. So. Und da hätte man sagen können, okay, hier komm, wir machen die Server so und so groß fürs Erste. Wenn wir dann irgendwann merken, die werden zu groß oder sind zu groß, dann kann man die Kapazität zurückdrosseln. Also, ne, dass man sagt, okay, was weiß ich, wir lassen, ganz doofes Beispiel, ne, wir lassen verkaufen, da sagen wir mal eine Million nur in Europa, ne? Wissen also, die EU-Server brauchen, wir brauchen auf jeden Fall genug EU-Server und Kapazität, um 1 Million Spieler am Release-Tag empfangen zu können. So. Sprich, ich sag mal ganz doofes Beispiel jetzt, ne? So, okay, dann hauen wir die Kapazität pro Server vielleicht auf, was weiß ich, 200.000 und geben aber dafür dann, was weiß ich, 10, 20 Server raus. So, ne? Dass man halt diese 1 Million auf diese ganzen Server ein bisschen verteilt kriegt. So. Und dann hätte man sagen können, okay, ne, der und der Server ist nicht so belebt wie der und der Server. Also, ne, Server A ist vielleicht nur mit, was weiß ich, 2000 Leuten drauf. Dafür ist Server B aber, was weiß ich, die 200.000 voll. Weißt du? Da hätte man sagen können, okay, die so voll sind, die versuchen wir dann natürlich, ne, stabil zu halten, dass alle gleich rein können. Und die halt ein bisschen viel zu wenig haben, versuchen wir dann halt die Kapazitäten umzulagern auf Server, die es mehr brauchen. Zum Beispiel. Ne? Also, das ist alles so eine Sache, die ist nicht einfach. Das kann ich nachvollziehen. Die ist nicht einfach, weil im Grunde, das ist eigentlich alles so Zukunftsrechnung. Ne? Das ist wie bei mir im normalen Einzelhandel, ne, auch. Wenn du eine Bestellung machst, du weißt, wie viel hast du so circa die Tage verkauft von, was weiß ich, Obst, Gemüse zum Beispiel, ne? Aber du weißt halt nicht, wie viel verkaufst du jetzt morgen zum Beispiel, ne? Also du kannst ja nicht genau berechnen, um wie viele Personen jetzt bei dir in den Laden kommen. Also hundertprozentig nicht berechnen. Also klar, du kannst so Vermutungsrechnung, sage ich jetzt mal, machen, wo du sagen kannst, okay, hey, komm, ne, es könnten, was weiß ich, 300 Leute in den Laden kommen, so über den Tag verteilt. Davon kaufen vielleicht 200 Obst, Gemüse. Verteilt auf, ne, welche Artikel das da halt sind, aber so circa kannst du das machen, aber genau kriegst du das halt auch leider nicht hin, weil du siehst halt zum Beispiel, was weiß ich, Bananen hast du, was weiß ich, am Vortag drei Kartons verkauft, also drei ganze Kartons, die da Bananenkartons, die geliefert werden, so. Dann weißt du, okay, so circa drei sind verkauft.
Gehen wir dann mal von aus, wir verkaufen an dem Folgetag auch mindestens drei. Ne? Also musst du ja immer gucken, wie hast du die Vergangenheit gemacht. Bei solchen Artikeln beziehungsweise solchen Sachen wie New World, die gerade raus sind, kannst du dich leider auch nur auf die Infos stürzen, die du hast. Und die hast du leider dementsprechend auch nur durch die Betas und durch die Alpha damals und halt in dem Sinne seit ne, Vorbestellungen und so. Aber du weißt halt auch nicht, wie viele Leute kaufen sich das Spiel direkt am Release-Tag. Oder, ne? So, du hast das halt dementsprechend, was weiß ich, am Vorabend fertig gemacht, die Serverkapazitäten und so, dass du die Server im Grunde nur noch online stellen musst, weil ne, der Release war ja morgens um 8. So. Und dementsprechend kaufen Leute dann noch, was weiß ich, in zig Regionen trotzdem noch die ganzen Spiele. So, ne, also das weißt du ja anfangs immer nicht. Du kannst immer nur Vermutungen so anstellen, von wegen, ja, so könnte es passieren. Ich würde sagen, hier lasse ich dann auch wieder eine Treppe runter. Ich brauche eindeutig mehr Werkzeuge. Nur wie gesagt, das sind alles so Rechnungen. Da stehen die meisten gar nicht mal hinter. Die meisten denken sich nur, Alter, Leute, ihr seid Amazon, ihr hättet das locker hinkriegen können. So. Aber im Grunde selbst so ein Großunternehmen wie Amazon ist halt auf Informationen, ne, braucht halt die Infos. Und wenn sie dann dementsprechend zwar mit den Infos, die sie haben, arbeiten und dann kommt es doch, Digga. Das ist dann halt eine Sache, wo man sich denkt, so, Leute, lasst doch Amazon erstmal versuchen, das alles in den Griff zu kriegen. Ist nicht einfach, so ein riesen MMORPG einfach mal gefühlt aus dem Nix da zustande zu hauen, was gleich auch so gehypt ist. Ne, also. Deswegen, ich bin da tatsächlich Amazon nicht böse oder so, dass ich halt Warteschlangen von ein paar tausend Leute vor mir habe oder so. Das wird sich über die nächsten Wochen auch noch eintendieren. Ne? Man muss halt die Kapazitäten zwar erhöhen, so. Und sie haben jetzt zum Beispiel auch gesagt, hey Leute, wir bauen das so um, dass ihr eine kostenlose Server-Changing habt. Das heißt, in der Hinsicht, ihr dürft einmal den Server wechseln, um dass ihr dann wenigstens zocken könnt. Ne, so. Wo ich mir denke, so, ja, okay, das ist doch fair. Ne? Also, du kaufst dir das Spiel ja für 40, 50 €, je nachdem, welche Version du dir da geholt hast. Ich habe mir zum Beispiel die Deluxe Edition geholt für 50 €. So. Und klar, ist es nervig, wenn ich erstmal ein paar Stunden warten muss, bevor ich online gehen kann. So. Gerade auch, weil ich New World halt als Content Creator natürlich da streamen will. Ne? Das ist ja klar, aber ich denke mir da so, okay, muss ich mich halt gedulden. Und das haben leider die meisten Spieler nicht mehr, die Geduld. Und das finde ich schade, weil die meisten heutigen Spieler, die jetzt nicht meine Generation ist, sondern eine jüngere Generation sind, die wollen das immer gleich sofort. Ne, also meine Generation, sage ich mit Absicht, weil ne, ich bin 27 Jahre alt, werd im Oktober noch 28. Ne? Wir sind noch mit Spielen aufgewachsen, wo du gefühlt
abends da, ich sag mal, abends den PC versuchen kann und konntest hochzufahren. Und am Morgen ist er gerade mal hochgefahren, weißt Also, das sind so Welten zwischen. Wir haben noch gute alte Technik kennengelernt, was die meisten heutzutage, wo die meisten heutzutage sich fragen, ist das ein PC oder ist das ein, was weiß ich, irgendeine Zeitmaschine, so aus der Vergangenheit. So, wo ich mir denke, so, Leute. Ne? Deswegen, also, die. Ich will jetzt nicht sagen, ne, dass meine Generation die beste ist oder so. Nein. Jede Generation ist auf seine Art und Weise die beste, weil in der Hinsicht jede Generation irgendwas hatte. Ne? Ich meine mal, bei uns ist das halt so, wir sind halt aufgewachsen mit Elektronik, mit ne, so guten alten Sachen wie. Ich sag mal ganz doof, ein Atari mit den alten Gameboy, mit solchen Sachen. Ne, die jüngere Generation ist heutzutage zum Beispiel viel mit Social Media wachsen die viel auf. Ne? Also so mit Instagram, TikTok, Twitter und Facebook, okay, nicht mehr so sehr, weil Facebook momentan nicht mehr so in ist, aber. Ne? Irgendwo hat man trotzdem noch einen Facebook-Account. Ja. Deswegen, ich weiß nicht. Ne? Also es gibt halt Vor- und Nachteile der Generationen. So. Ich meine, wir hatten es auch nicht einfach. So. Ne? Wohl bemerkt, ich finde es auch schade, zum Beispiel, wenn, wo wir gerade bei Generationen sind. Ich finde es zum Beispiel schade auch, dass die aktuellen Generationen, ne, und auch die zukünftigen Generationen höchstwahrscheinlich nie in den Genuss von wirklich weißen Weihnachten kommen. Ne, ich meine, wir haben ja bald schon wieder Weihnachten. Und das Problem ist leider dadurch, dass, ne, Erderwärmung und so ist, dass halt wirklich die es schon zig Jahre her ist, dass man wirklich weiße Weihnachten hatte, wo man am Weihnachtsmorgen schön aufgewacht ist, guckt aus dem Fenster, so viel Neuschnee und so Hochschnee. Wir hatten ja auch, ne, solche schönen Sachen wie hitzefrei und also im Sommer, nicht im Winter, ne? Aber hitzefrei und kältefrei und sowas. Ne? Gerade wenn die ganzen Straßen zugeschneit und zugeeist waren, hieß es dann so, ja, okay, ne? So und so sieht's aus, zu viel Schnee, Wetter, die Schulen bleiben geschlossen. Das hast du ja heutzutage gar nicht mehr wirklich. Also es kann sein, dass so ein, zwei Schulen dann sagen, okay, hey komm, wir machen es trotzdem noch. Das ist dann Entscheidung von den Schulen, schätze ich mal. Aber so im Allgemeinen hast du heutzutage halt leider ne, so solche Erfahrungen nicht mehr, weil sie halt, klar, Schule ist wichtig, ne? Aber als kleiner Junge, als kleiner Bube, ne? Hat man sich richtig gefeiert, wenn schulfrei war. Dann hieß es, hey, geil, schneefrei. Ne? Wir können irgendwas unternehmen. So. Das hast du halt heutzutage nicht mehr. Aber du denkst dir dann nur so, pff, irgendwie fehlt das. So. Aber es ist halt leider Faktum, dass das natürlich die Welt im Wandel ist.
Ne? Ist auch gut auf der anderen Seite, weil die Welt muss sich verändern. Ich meine mal, zu meiner Kindheit hieß es einfach noch, ja, ne, wie Klimawandel, was ist das so? Ne? Da wurde nicht großartig überlegt, was der Klimawandel so für Auswirkungen hatte oder so. Das war alles nicht so ist in den Medien. Das war auch zum Beispiel Gleichberechtigung von zum Beispiel Schwulen, Lesben und so, ne, im Vergleich so, das war auch nicht so in den Medien bei uns. So. Bei uns hieß es dann so, entweder ne, man behält es für sich oder man wird häufig dadurch ein bisschen gemobbt. So. Klar, was natürlich scheiße ist, aber so einfach war die Welt da. So, heutzutage denken muss man sich ja Gedanken über alles machen, gefühlt. So, wo ich mir denke, so, ja, ist richtig. Gerade was Klima angeht und so, ist richtig. Und klar, ich bin da kein gutes Beispiel, weil ich natürlich auch, ne, mit Stromverbrauch, mit was weiß ich esse auch nicht gerade das Gesündeste hin und wieder. Ich bin auch nicht, ne, keiner, der jetzt, okay, letzter Zeit schon, ne, also die letzten Monate achte ich doch schon mehr auf Regionalität, ne, aber davor halt auch nicht. So, bin ich ganz ehrlich da, ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, klar, Tiere darf man nicht quälen. Aber ich bin auch einer, der ne, deswegen jetzt nicht direkt Veganer wird. Ne? Wohl bemerkt, soll jeder selber wissen, ob er das, ne, ob er vegan leben will oder nicht. So, oder vegetarisch, je nachdem. Ne? Ich meine mal, keiner hat das Recht, anderen vorzuschreiben, wie man zu leben hat. Also wirklich nicht. Weil, ne, jeder Mensch hat nur ein Leben. Jeder Mensch sollte zumindest, wir wissen aus Nachrichten und sonstiges, dass es nicht, leider nicht immer so ist, aber sollte zumindest sein Leben selber entscheiden können, was er macht, was er isst, was er hier, an was er glaubt und. Ne? Und ich meine mal, klar, denke ich mir manchmal auch so, oh Gott, die und die Person geht mir so auf den Sack oder, ne? Ich meine mal, klar denke ich manchmal auch so von wegen, Alter, warum, ne? Ich sag mal ganz doofes Beispiel, ne? Und ich möchte kurz vorher klarstellen, nein, ich bin kein Rassist, aber manchmal denke ich mir zum Beispiel, Frauen mit Kopftüchern oder mit Burkas oder so, ne? Denke ich mir so, warum? Also klar, es ist ein Teil ihrer Kultur und ihres Glaubens, aber warum verstecken sich so schöne Frauen? Ne? Ich meine mal, in dem Sinne können unter diesen Burkas die schönsten Frauen der Welt sein, weißt du? Nur keiner kriegt's mit, weil natürlich dementsprechend dass keiner sieht in dem Sinne, außer vielleicht sie selber und ihre Ehemänner. So, aber ne, aber wie gesagt, das können die dann leider, also was hier heißt hier leider, ne, das können sie ja dann auch selber in der Hinsicht, zumindest sollten sie das eigentlich können, ne, wie gesagt, selber entscheiden, ne. Ich meine mal, ich kenne auch viele Frauen, ne, mit denen ich auch befreundet bin und so. Die sehen super gut aus. So. Und da denke ich mir auch manchmal so, uff, schade, dass sie vergeben sind. So, ne? Aber dann denke ich mir so, okay. Die hätten bestimmt aber auch dann in der Hinsicht gedacht, so, Alter, der Levers,
Nee, nicht mein Typ. Ja, also deswegen, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und so. Und wie gesagt, Glaube und Interessen und sonstiges. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ja auch echt langweilig, wenn wir alle das gleiche gleich aussehen, gleiche Glauben, gleiches Essen, gleiches, ne? Das wäre ja echt langweilig. Wobei es natürlich auch einfacher wäre, weil dann bräuchte man im Grunde, ne, wenn alle nur, was weiß ich, von Obst, Gemüse jetzt nur Bananen essen, ne? Okay, das ist vielleicht ein bisschen komisches Dings. Sagen wir mal nur Kartoffeln, ne? Weil Kartoffeln können wir bei uns ja gut anbauen, ne? Nur Kartoffeln, aber nichts anderes, dann wäre es vielleicht, ne, natürlich ein bisschen einfacher, da landwirtschaftlich ranzugehen, weil man dann weiß, okay, das ist ja eh nur alles Kartoffel. So. Es ist, die Welt ist einfach, ne, einfach und kompliziert zugleich. Sagen wir es mal so. Und ich bin ganz ehrlich, nebenbei. Screenshots brauche ich ja natürlich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt halt Momente, wo ich glaube, die Welt wäre viel einfacher, wenn die Menschheit bestimmte Sachen gar nicht erst dazu kommen ließen. Ne? Also ich sag mal ganz doofes Beispiel. Ne? Waffen. Und ich meinte jetzt nicht irgendwie, ne, irgendwelche Schwerter oder so, sondern allgemein Schusswaffen, ne, wie AKs und sonstiges. Es wäre viel einfacher gewesen, meiner Meinung nach, wenn die Welt einfach gesagt hätte, hey, der Weltkrieg ist vorbei. Ne, wir versuchen jetzt natürlich alle auf Friede, Freude, Eierkuchen. Wir bauen die ganzen Waffen einfach wieder kaputt, sozusagen. Ne, dass man sagt, okay, hey, komm, es ist, ne, so eine Waffe besteht ja aus zigtausend Einzelteilen. So, die baut man einfach wieder zurück, ne, das, also auseinander. Und schaut dann, dass man diese Waffen halt in irgendeiner Art und Weise die Einzelteile weiterverwendet. Dass man sagt, okay, hey, komm, was weiß ich, das alles, was da so metallmäßig ist, einschmelzen und wieder neu gießen. Irgendwas, was hier zum Beispiel auch, lass es jetzt irgendwelche Rückstände von Munition oder so, Schießpulver oder so sein, ne? Lass das einfach mal in Dings reinbauen, in so Sprengstoff für Haus abreißen oder so, ne? Also es gibt ja, ne, es muss ja eigentlich im Grunde nicht immer auf Tod und Verderben sein, sondern man kann halt auch andere Sachen, praktische Sachen, die halt kein Menschen wehtun, in dem Sinne, ne, sein, dass man da sagt, hier, okay, komm, wir machen das dann so und so, ne? Aber nein, leider sind wir Menschen dämlich. Ne? Wir lernen, wir sagen zwar immer, wir lernen, wir sollen aus der Vergangenheit lernen, aber wir tun es nie. Ne? Und das ist leider das Problem, was ich an uns Menschen sehe. Nicht ohne Grund stimmt der Spruch, der größte Feind des Menschen ist der Mensch selber. Weil wir sind halt wirklich unser eigener größter Feind. Weil wir selber auf die doofe Idee kommen zu sagen, hey, wir legen unsere Streitigkeiten nicht im Gespräch nieder, oder größtenteils nicht in Gesprächen nieder, sondern eher in Konfrontationen.
Konflikte wie jetzt Kriege und so.